In Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Damsweg fand die feierliche Angelobung der Rekruten aus der Garnison Damsweg und Saalfelden am Damsweger Marktplatz statt. Zur Einstimmung spielte die Militärmusik Salzburg ein Standkonzert. Die Militärmusik natürlich im Hintergrund ein Aushängeschild des Bundesheers. Und da der Zuspruch für den Standort Struckerkaserne in den Vereinen, wie du gesagt hast, in der Bevölkerung ist einfach groß. Und das zeigt auch diese Anwesenheit halt. Kannst du dich selber noch ein bisschen erinnern, wie du gestanden bist bei der Angelobung? Ja, kann ich mich noch gut erinnern. Vor allem auch bei der Militärmusik. Also. Und ich habe seinerzeit wieder Spatenstich war. 1985 war ich Mitglied bei der Militärmusik. Heute ist wieder Angelobung da, das sind schon besondere Momente. Lange wurde um den Standort der Struckerkaserne gekämpft. Nun wird aber kräftig in Infrastruktur und Autarkie investiert und somit ist der Bestand gesichert. Was bedeutet das für die Region? Wirtschaftlich auf den Punkt gebracht, es sind 80 angestellte Mitarbeiter beim Bundesheer. 80 Leute müssen nicht mehr aus dem Gau hinauspendeln, sondern finden hier vor Ort ihr Einkommen. Viele Infrastrukturen werden belebt, wie die Gastronomie. Und man hat es auch bei den Ansprachen gehört, es ist mittlerweile auch der Brückenschlag hin zur Zivilbevölkerung gemacht worden. Also das Bundesheer ist ein Teil in diesem wunderschönen Markt Damsweg und im Lungau. Seit dem Lungau hat das Jägerbataillon 8 seine erste Jägerkompanie, die ist da stationiert in der Garnison. Der restliche Teil sind in der Schwarzenbergkaserne in Salzburg draußen. Und die Verbundenheit Bundesheer, zivil, ist im Lungau ganz eine spezielle. Und deswegen freut es uns immer wieder, wenn wir da sein dürfen. Es ist natürlich ganz etwas Besonderes, wenn man vor den Angehörigen, vor der Bevölkerung, gemeinsam mit der Musik, mit den Vereinen in der Einteilung steht und dann diesen eindrucksvollen Moment der Gelöbnisformel, die wir auch heute hören, dann das bleibt dann ewig in Erinnerung. Und dem österreichischen Volke zu dienen! Wir sind da sehr dankbar in vielen Bereichen. Ein Bundesheer gibt einfach Sicherheit und das braucht man in Zeiten wie diesen besonders. Und ich kann nur sagen, wir sind dankbar auch heute für die Angelobung, das ist großartig. Die Landesverteidigung ist die Kernaufgabe des Bundesheeres. Aber auch bei Naturkatastrophen ist das Bundesheer zur Stelle. Außerdem helfen sie weltweit den Frieden zu sichern, schützen wichtige Einrichtungen und die Rechte der Bevölkerung.